Hier sind unsere Nilgänse, alle schon auf Brautschau, mit Sicherheit nicht. Die wissen schon, dass sie zusammengehören, aber auf Schau, wo die Eier gelegt werden. Das Frühjahr steht tatsächlich kurz bevor. Wir haben 18 Grad, jetzt vielleicht ein bisschen kühler schon wieder. Sonne ist ja langsam ein bisschen weg, aber die Zeichen sind eindeutig. Und hier sind wir drauf Schlittschuh gelaufen, nicht Schlittschuh, geschlittert. Da müssen wir noch die Sachen wegräumen vom Schlittern. Hier sieht es aus wie bei Hempels in dem Teich. Und da sind unsere Nilgänschen. Genau da, wo der schöne Waffenfund war von unserem German Treasure Hunter. Im Gesang müssen wir noch arbeiten. Also der Gesang ist eine Katastrophe von den Nilgänsen. Aber immer wieder lustig, weil wir seltenst mitkriegen, wo die brüten. Die sind ja sehr geschickt. Und landen tatsächlich auch hier schon mal auf dem Baumstumpf. Höchst interessant. Naja, so. Das hier vom Hahnenhof. Und wir freuen uns alle hier aufs Frühjahr, auf den Frühling. In dem Sinne, ich könnte auch so viel sagen, so viel reden, mich rufen so viele Leute aktuell an wegen Demos und so weiter. Ach, und die ganze Geschichte mit den Bauernprotesten. Wie man probiert, das wieder ins Negative umzuwandeln, das ist schon ganz interessant und kurios. Also ich kann nur sagen, wenn Polizisten keine Helme tragen, dann war es mit Sicherheit nicht schlimm. Schaut euch mal Demos an vom Castortransport und so weiter, wie die da ausgestattet sind, die Polizisten. Das ist schlimm. Aber die Bauernproteste ohne Kopfschutz, ich glaube nicht, dass da irgendwas gefährlich war. Aber das war meine Einschätzung, habe ich ja direkt so gesagt. Dementsprechend wird es wieder alles heißer gekocht, alles gegessen wird. Und das ist schon immer wieder kurios, wie man probiert, die Proteste in eine bestimmte Richtung zu bringen. Von daher, und wenn es so kommt, dass die Traktoren verboten werden, glaubt mal, wir haben schon Plan B und Plan C. Das wird noch krasser werden, was dann passiert. Viel offensichtlicher noch werden, weil damit habt ihr dann nicht gerechnet. Wir lassen uns das nicht gefallen. Glaubt das mal. Und wir sitzen da in vielen Bereichen am längeren Hebel und haben andere Möglichkeiten, weil wir sind ja die Macher und die es können. Und das zeigen wir euch dann. Selbst wenn wir ohne Trecker demonstrieren, und das ist ja die nächste Stufe, die sowieso kommen wird, ne, wenn wir im Feld sind, dann geht es trotzdem weiter. Und da könnt ihr schon gespannt sein. In dem Sinne, wir lassen uns nicht unterbuttern. Nein, reagiert endlich, tut was dran. Und ich habe von vornherein gesagt, die Demos gegen rechts, alles in Ordnung, aber die stärken nur die AfD. Und wenn man die Werte jetzt gerade sieht in Thüringen und so weiter, dann ist es erschreckend. Und es ist genau das, was ich gesagt habe. Und vielleicht sollte man an dem Problem des Ganzen anfangen zu arbeiten und nicht immer drumherum wursteln und andere Probleme suchen. Nein, man muss an dem Hauptproblem, an dem Kernproblem arbeiten. Und ein Autozulieferer hier aus Leverkusen macht auch wieder zu, poste ich jetzt gleich. Das ist eine Katastrophe, was hier gerade läuft. Hört auf, aus eurem Bilderbuch irgendwelche Geschichten zu erzählen mit tollen Worten, sondern macht mal endlich was, ja? Machen ist jetzt die Devise. Ansonsten sieht es hier sehr schlimm aus und das lassen wir nicht zu. Ich habe heute noch ein Gespräch geführt, wie gesagt, und mit einem Unternehmer, Mittelstand, schon größerer. Und der hat gesagt, ja, was wir hier demonstrieren, ist ja für die mit. Und die haben alle Angst. Es sieht überall nicht gut aus. Also tut was dran. Ansonsten wird sich nichts ändern. Und Demos gegen rechts, alles in Ordnung. Aber das hat mit dem Grundproblem, mit dem Kern nichts zu tun, weshalb es hier gerade bergab geht und warum dann eben radikale Parteien, sage ich mal, oder radikale Strömungen Zulauf kriegen. Ne? Da muss man an dem Ursprung arbeiten, an dem Symptom arbeiten. Ja, aber da kann man sich den Mund ja fusselig reden. Wenn man es eben nicht kann, dann hat man ja ein Problem. Ne? Wenn man es nicht kann, dann kann man auch keine Lösung bringen. Dann soll man aber auch so fair sein und so ehrlich sein und sagen, ich kann es nicht, ich höre auf. Na, in dem Sinne, bis dann, ciao.